Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa. Oberflächenspannung. Kapitel hat sich immer noch nicht verändert. So, wir sind so ziemlich gut voll. Wir haben gute Munden. Das ist doch ganz praktisch. Wir gehen jetzt weiter nach oben. Oh, Stock, Stock, Stock. Stocki die Stock. Hier. Ne, hier waren wir noch nicht. Können aber auch hier hoch. Zombies. Gott. Wer lebt denn noch? Gott, hier ist... Ey, warum lebst du noch? Okay, die Kopfkrabben haben sich die Soldaten geholt. Ist natürlich auch doof für die. Wie man es nimmt. I, was ist das? Oh Gott, die tut weh. Aber ist er tot. Was ist das denn? Da fliegt ein Bein. Da fliegt ein Bein übers Gesicht. Übers Gesicht. Sogar mit Schatten, guck mal. Ich glaube, da müssen wir gleich hin. Das ist schon mal gut, dass wir dir den Weg freigeräumt haben. Was war denn auf der zweiten Ebene, wenn wir jetzt hier oben hin müssen? Wir da überhaupt durch? Das ist der Park, das Parkhaus von Black Mesa hier. Oh shit. Oh, hier ist nichts. Ach, da kommen wir wieder da oben hin, ne? Ah, das ist der normale Weg gewesen. Okay. Muss ich denn tatsächlich da wieder runter? Was ist das wieder überhaupt? Ja, das sieht dann noch aus. Okay. Fallen wir hier runter. Gut. Was haben wir da hinten? Nix. Hier ist auch nichts. Der Laum ist ziemlich herm. Also wir haben wieder Kriegsgebiet, Kriegslärm, alles Mögliche. Mal gucken, wo uns das hier hinführt. Wir sind immer noch zum Lambda-Komplex. Immer noch. Never-ending story. Und der Ton? War ein klein bisschen zu laut. Finde ich. So rückwirkend jetzt. Ja, ich glaube, so ist besser. So kann man mich verstehen. Da muss ich nicht gegen anschreien.
sieht nicht aus, als wäre es ein Weg, den wir gehen sollten. Gut, dann habe ich jetzt ein Problem, denn es gibt keinen Weg, den wir gehen können. Es sei denn, wir können irgendwo aufmachen. Hier vielleicht. Nein, aber hier gibt es ein bisschen Leben. Zwei Lebenspunkte. Hm, vielleicht sollten wir die Leiter einfach benutzen. Ja, das sieht sehr gemütlich aus da drin. Krabbelkäfer greift mich an. Okay, die kommen angesprungen und machen zwei Schaden. Das ist ja schon ganz putzig. Ich glaube, in Massen könnten die mich umbringen. Ja, die schlüpfen die tatsächlich. Was sind die? Die haben mich kommen hören. Hier ist ein Arm. Hier. Sehen die mich? Wie sehen die mich? Die können mich doch nicht sehen, oder? Pff, Tonk. Aua. Mann, da hat die mir aber echt eine klare Kante gegeben jetzt. Das hat ganz schön wehgetan. Ach, das heißt, die haben mich hier oben beobachtet. Wunderbar. Seek medical attention. Toller Zeitpunkt zum Nachladen. Krieg ich den jetzt am schnellsten weg? So. Hahaha. Jetzt looten. Warum stockt das Spiel immer, wenn irgendwas auf dem anderen Monitor passiert? So, laden wir ein bisschen auf. Hier ist noch ein bisschen Rüstung, kriege ich was cool. Vielleicht hätte ich das Fenster benutzen sollen. Da waren Sachen dran. Warte mal, da muss ich sogar lang, ne? Nö, dann gucke ich mich da hinten nochmal um. Hier gibt's ja noch Zeug. Was zum... Ist das eine Kiste? Ich darf sie nicht kaputt ruckeln. Ja, dann können wir jetzt hier runter und gucken.
Warte mal, vielleicht kann ich hier noch irgendwo hin. Auch nicht wirklich, ne? Die laden wir mal nach. Alter, was für ein Dampf. Das ist ein Flugzeug, krass. Die haben sogar eigene Landebahn. Gut, macht Sinn. Gott. Ey, wie kann man so ausweichen? Also hätten die Soldaten extreme Probleme. Wenn die sich mit mir verbünden würden, hätten die das Problem nicht. Wir sehen doch langsam, dass ich übermächtig bin. Gut. Och, der war unnötig. Der war richtig unnötig. So viel Leben verschwendet. Sie haben wie ein Flammenwerfer. Die scheinen alle zu evakuieren wollen. Wahrscheinlich ist da, merken die auch, okay, wir können das nicht halten hier. Hätte ich denen noch gleich sagen können. Aber nein, hört jemand auf mich? Nö. Dr. Freeman, ich stehe vor verschlossenen Türen und komme nicht weiter. Fick dich doch. Ach, diese Space-Trampoline, ne? Ja, die helfen doch. Alle runter.
Oh, ein Panzer? Na toll. Und ich habe meine Munition verbraucht. Dann warte ich doch lieber, bis die fertig sind. Sag mal, wie treffen die mich? Wallhack! Wallhack! Tja! Ich schieße auch aus dem Dunkeln hinaus, ich sehe nichts. Okay, ich schieße ja immer noch da oben hin. Ja, der weiß ja nicht, dass ich runtergesprungen bin. Das ist cool. Das ist nice. Ich schieße wirklich immer noch da oben hin. Nice. Der denkt immer noch, ich bin da oben. Hier ist nicht mehr. Ja, das ist cool gemacht. Ja, ich glaube, ich habe ihn, oder? Nee. Nee, der ist so rumgegangen. Oh, ich spiele doch nicht hin und her mit mir. Ja, jetzt hab ich ihn. Was für ein Gemetzel. Biologische Gefahr da dran. So langsam geht doch der Mund wieder aus. Da ist die LC, von der wir gehört haben. Haben sich hier verschanzt und wurden dann attackiert. Nix. Das ist auch nix. Dann gehen wir da hinten jetzt weiter. Da noch Mund. Nö. Erstaunlicherweise leer das Gebiet. Leben ist gut, aber ich brauche noch andere Sachen. Nee. Das ist nicht wahr. Habt ihr auch gesehen, ne? Ein Gargantua. Den letzten konnten wir doch kaum besiegen. Wir haben auch keine Waffe. Ah, die vielleicht. Man kann ihn besiegen. Die Frage ist halt,
Wie viel Feuerkraft braucht man dafür? Pauschal würde ich sagen, ich habe nicht genug. Ich komme nicht mehr näher. Ladezone. Und ich glaube, wir müssen gleich laufen. Ein Magazin. So kann man es auch richten. Gut, einmal hier runter. Guck, aber heiß. Gucke nach dem Mond und alles, was ich gebrauchen kann. Und da hat sich schon gelohnt. Siehst du, da gibt's auch Rounds. Granaten. Wunderbar. Hier ist nix. Oh, es hat sich schon gelohnt, hier lang zu gehen. Hochkommen jeweils, aber vielleicht brauche ich das, dann kann ich da zurückrennen. So, kommen wir auch ohne Feuer. Nein, heiß. Ihr Schweine. Guck mal, so rutscht man Treppen runter. So und nicht anders. Ist nichts. Ups, die war's nicht. Wow. War das? Oh, come on. Nicht verstecken. Das ist doch dumm.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir alle. Ne, da hinten ist noch einer. Hahaha, weg ist er. Gut, das war ein ganz schön heftiger Laserstreif von oben. Der hat den Panzer ja erledigt. Und ja, beim nächsten Mal wird es auch hier wieder heiß zur Sache gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.